So, Hallöchen, ich bin doch mal wieder da. Ging ja schon die Runde rum, dass ich gar keine Videos mehr mache. Aber ich bin doch noch da. Und es werden auch wieder ein paar mehr Videos folgen im Laufe der Tage. Bin jetzt ein bisschen umgezogen, also mein Modellbauwerkstatt mäßig, und davon werdet ihr auch noch was sehen. Und heute habe ich mal den Sven zu Gast. Der war heute mal da mit seinem Exil Rave. Und der zeigt euch die Karre erstmal, erklärt euch ein bisschen was er gemacht hat, weil ich finde das echt geil, was er gemacht hat. Es ist low budget, also viel Hirnschmalz ist da drauf gegangen, aber es ist gut geworden. Und ja, und stell mal vor, deine Karre. Hau sie mal ins Bild. Mal sehen, dass du sie auch richtig reinbekommen. Ein relativ großes Auto. Da haben wir das gute Stück. Das war ursprünglich ein ganz normaler Ray Spawn RTR. Also wirklich nicht mal selber zusammengebaut, zumindest zu Anfang. Wo dann zu Anfang die graue Karo zur Hälfte entlackt wurde mit acetonfreiem Nagellackentferner, um das Ganze dann so ein bisschen zweifarbiger hinzubekommen. Sprich, die Verläufe reinzubekommen, einfach nicht richtig sauber gemacht. Mhm. Zu Ende wieder überlackiert. Das war's. Draufgekommen ist alles, wie Armin schon sagt, low budget. Das heißt, selbstgemachte Isomatten. Es ist eine Europalette vom Spielzeug meines Sohnemanns entwendet. Es ist ein Spaten draufgekommen. Alles für kleines Geld eigentlich. Wichtiger ist, was viele immer gerne machen und immer drauf bestehen, es müssen Alu-Links sein. An sich vielleicht nicht ganz falsch, aber nicht nötig, denn wenn man ein bisschen was selber machen kann und möchte und jetzt nicht unbedingt zwei linke Hände hat, kann man die Links auch sehr, sehr gut aus Gewindestangen, das sind 3 mm Edelstahl Gewindestangen mit 4 mm Kupferrohr, mit einem vernünftigen Maßband oder mit einem Messschieber selber machen. Spart viel, viel Geld, hält, wie ich finde, besser und lässt sich für keine 10 Euro auch wieder ersetzen, wenn mal was kaputt geht. Die sind auch dünner. Also Die sind deutlich dünner. Dadurch habt ihr dann weniger Widerstand an Stein. Richtig. Also ich finde das top. Jetzt nochmal zu den Isomatten. Da hat er mir freundlicherweise auch noch welche mitgebracht. Also die sind echt top. Top gemacht. Die sehen echt aus wie gekauft. Seit Moosgummi hast du gesagt. Genau, das ist Bastelbedarf. Das ist Bastelmoosgummi. In einer perfekten Dicke, finde ich. Und dann einfach mit Kabelbinder zusammen gemacht, schön sauber aufgerollt, top. Also ja, man kann jetzt gucken, ob man das jetzt mit einem schwarzen Nähfaden zum Beispiel selber nochmal macht. Für mich, da mein Auto auch ja, relativ schwimmfähig ist und auch bleiben soll, war es ganz klar, es muss Kabelbinder sein, weil Fäden lösen sich im Wasser irgendwann auf. Das wird nur matschig und rutzelig. Was ich halt noch gemacht habe, ich habe die schönen Schrauben, die es in der Karo einfach mal gab, um die überhaupt festzumachen, ausgetauscht, weil es mir zu nervig war, immer, gerade wenn man draußen ist, diese 1,5 mm Schrauben rauszudrehen. Die fällt runter, findest du nie wieder. Ja, die nudelt halt auch relativ schnell aus. Davon mal abgesehen. Und da ist einfach aus dem Nähbedarf ist tatsächlich so ein Gardinenklebeband dran. Mega, echt cool. Das hält auch wirklich härteste Wassereinsätze inklusive Tongrube aus. Problemlos. Was man dann auch sehen kann, ist, man muss auch nicht zwingend Fender selber kaufen. Das heißt, die inneren Fender, damit einem nicht der Akku so einsaut, wenn man ihn nach vorne baut. Selber machen ist gar nicht schwierig. Mit dünnem Kunststoff, zum Beispiel von einem Tabakdeckel, also von so einem großen Tabakeimer, den Deckel, einfach eingeschraubt mit dem Föhn, ganz wirklich mit dem Haushaltsföhn. Ja. Heiß gemacht, dass er in die Form geht. Das blieb 3 Tage so stehen. Das sieht echt top aus. Also wenn man die jetzt rausnimmt, die bleiben in der Form. Die springen nicht zurück. Rausgenommen, mit Unterbodenschutz lackiert. Fertig ist. Es sieht auch ein bisschen angerissen aus, das ist auch gewollt. Ja, also ich will es nicht, also viele denken ja immer, Low Budget ist dann immer so hingefrickelt oder so, aber ich sehe es jetzt hier vor mir und das hat alles Hand und Fuß, das ist alles top, es ist super verarbeitet, es passt alles zum Thema, das Thema, wie man ja sieht, Umbrella Corporation, halt so Apokalypse, so rau halt, alles kaputt und so, und das passt, das sieht halt geil aus, es ist alles schön durchdacht vor allem, wir haben gerade noch versucht, bei ihm ein BEC einzubauen, das aber leider einen Defekt hat. Deswegen haben wir es jetzt wieder zurückgebaut, aber sei es drum. Ja, also auf die Idee muss man erstmal kommen. Jetzt finde ich jetzt zum Beispiel bemerkenswert, hier ist aus einer Tabakdose den Deckel oder die komplette Dose.
jetzt so hinzufrickeln, dass das so geil aussieht. Ich meine, die Fender kann man auch kaufen, sicherlich. Man kann alles kaufen, gerade für Exil und solche Sachen. Kennt ihr ja. Aber es sieht halt aus wie gekauft. Also es ist wirklich top gemacht. Genau. Das fand ich auch geil, was du mir vorhin erzählt hast. Das kannst du auch mal kurz erzählen. Also er hat jetzt, was ja bei den Kits, beziehungsweise auch bei dem Poison Spider zum Beispiel ist, hat er im Cockpit vorne normalerweise diesen Handbremshebel und auch den Schalthebel, was er beim RTR nicht hat. Hm. Sieht von außen total scheiße aus, ja, weil es fehlt was, es sieht leer aus. Das ist eigentlich ein Hebel von so einem Lego-Hütchen, abgeknipst, ein bisschen angebohrt, eingesetzt und mit silbernem Lack versehen oben. Hm. Fertig ist die Schaltung mit dem Aluknopf. Gleiches gilt das Radio, was er drin hat. Das kann man ein bisschen erkennen. Diese. Da sitzt es. Das ist eigentlich ein Playmobil-Radio. Antenne ebenso, silber gemacht, dass es passt, ein kleiner Tropfen Heißkleber, Thema erledigt. Passt perfekt. Dann vorne ist es so, was viele immer machen, oh, Battery Forward Mod. Super Sache, weil das Gewicht nach vorne kommt. Die fangen dann aber an, müssen hier eine große Platte einbauen und was weiß ich nicht alles. Ja. Totaler Quatsch. Der Träger, der eigentlich den, die Receiverbox hält, ist ein super Federmechanismus, um den Akku zu halten. Ja, da habe ich gerade auch gestaunt, wo er den Akku eingesetzt hat, weil er hatte hier noch Kabelstraps liegen. Finde ich jetzt hier nicht, dass so ein Klettband liegen. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hin ist, ist ja auch egal. Und auf einmal klippt er das Teil da rein und es passt halt perfekt. Da ist es. Da ist es, ja. Und es wackelt halt nicht. Der fliegt auch nicht raus, also selbst wenn der sich überschlägt. Da kann man machen, was man will, es hält halt. Richtig. Das ist halt echt cool, Alter. Das, also, ich bin echt begeistert von dem Auto. Genau. Die Lichter überall, hier sind überall noch Lichter versteckt, die sieht man im ersten Moment gar nicht, wenn sie nicht an sind. Ja, das ist beim RTR ist es so, wenn der kommt, der hat null Licht, gar nichts. Weder hier vorne die Scheinwerfer, geschweige denn die eigentlich bei dem normalen Rave vorne und hinten an der Karo sitzen, beziehungsweise am Chassis sitzen. Da haben wir welche. Die sind nicht da. So, und da ich aber für mein Dach ein Roof Rack mir gekauft habe, aus China, kleines Geld, zwar lange Wartezeit, aber warum soll ich hier 30 Euro bezahlen? Wie sieht man es nochmal? Wenn man das gute Stück... Das ist im Prinzip, du hast die doch noch mal einmal leer da, die Träger. Ach stimmt, nein, das hat er mir auch noch mitgebracht. Hat er mir auch noch mitgebracht. So ein Dachgepäckträger und das ist wirklich... Das ist Metall, der ist massiv. Moment, das ist wirklich tatsächlich Metall. Also es ist kein Kunststoff oder irgendwas wie bei Proline oder was auch immer. Richtig, genau. Sondern es ist richtig massiv mit hier Gewindestangen, sehe ich das richtig? Hier sind sogar Gewindestangen. Das sind M4-Gewinde. Das heißt, ihr bohrt mit einem Karo-Bohrer ein kleines Löchlein oder mit einem kleinen 2mm-Bohrer noch in die Karo. Da sieht man's. Könnt das Ganze festknallen. Daraus ist dann ganz normal verschraubt mit Unterlegscheiben. Hält bombenfest, geht nirgendwo hin. Nochmal innen mit innen, ich hab's Gorilla-Tape, ne? Das ist stinknormales schwarzes Panzertape. Aber einfach auch damit, wenn ihr dann mal auf den Akku schlägt oder ja, so, dass er mir hier vorne nicht den ganzen Lack rausholt. Ja. Sieht einfach scheiße aus und macht keinen Spaß. Wird auch noch ein Detail eingebaut. Das sind Scheibenwischer. Scheibenwischer, die es mal zu einem sehr, sehr günstigen und von vielen gehassten Reelie-Modell gab. Passen hervorragend, sind genau die richtige Größe, einfach nur die Arme, auch wieder silber lackiert. Top. Schon sieht die ganze Sache ganz anders aus. Und die Lichter, die hier halt dabei waren, die hier vorne drauf sitzen, sind eben die gleichen, die jetzt auch hier vorne sitzen, beziehungsweise auch hier hinten sitzen. Das finde ich auch geil hier. Das sieht man jetzt gar nicht. Ist mal so. Wo ist es denn? Nee. Ist alles so verdreht hier. So ist er. Da ist er. Ist alles hier gerade ein bisschen verkehrt. Das ist geil, der Aufkleber. Kennt ihr vielleicht von den ein oder anderen von den 1:1 Scalern? Richtig, genau. Steht quasi nur drauf, wenn ihr das lesen könnt, ist das Auto falsch rum. Genau, dreht mich wieder zurück, bitte. Echt genau. Cool. Dann sind die Original-Stoßdämpfer sind irgendwann mal rausgekommen, weil ich Alu-Dämpfer haben wollte. Auch das muss kein King-Shock oder sonst irgendwelchen super teuren sein. Das sind ganz, ganz billige 8-Euro-Stoßdämpfer für 4 Stück. Auch wieder aus China. Mhm. Die einen absolut guten Job machen. Die sauber arbeiten, die dicht sind. Im Gegensatz auch zu vielen sehr teuren. Ja. Und was man dann halt auch wieder sehen kann, das sind die normalen Method Wheels, die drin sind. Die reingehören mit dem originalen Ripsaw-Reifen. Mhm. Beim Auseinanderbauen halt die Felgen versiegelt und weil es in schwarz scheiße aussah, einfach mit tatsächlich Autolack. Silberne Akzente gesetzt. Ja. Silber lackiert und fertig ist es. Ja, macht schon deutlich mehr her, wenn die nicht so einheitlich schwarz sind, das stimmt schon. Und der fährt sich halt sehr, sehr gut. Auch vorne so diese, was viele kennen, diese Lakritz-Stangenlenkung, die normalerweise hier dran ist. Das originale Kunststoffzeug.
war halt das Problem, die bewegte sich. Ja. Und zwar nicht nur in die Richtung, wo man fährt, sondern auch untereinander. Da gilt das Gleiche. 3 mm Gewindestangen, 4 mm Kupferrohr drauf. Passend auch wieder zu dem Industriestil, den er sowieso hat. Die Beschriftung auch tatsächlich sichtbar mit schwarzem Schrumpfschlauch. Mhm. Und fertig ist es. Elektronik, was hast du verbaut? Vorne Elektronik ist vorne ein Tektik TSX 65 drin. Mhm. Heißt also bei 6 Volt 23,3 Kilo. Bei 7,5, wenn man es über das BEC betreibt, sind es sogar 25,7 Volt. Das ist schon gut. Mit einer Stellzeit von 0,13, glaube ich. Mhm. Also recht zügig. Es ist, auch wenn es nicht explizit ausgewiesen ist, es ist wasserdicht. Mhm. Das Ding ist auch wirklich bis über die Dachkante tauchen gewesen, auf der anderen Seite wieder rausgefahren und funktioniert nach wie vor. Es ist extrem leise, extrem stark und für um die 60 Euro kostet es, glaube ich, im Moment. Mhm. Finde ich persönlich eine gute Alternative zu den ganzen Savex, die man kriegt, zum Beispiel das SG1210. Ja, was ich hatte im Axial. Hm. Was zwar auch 20 Kilo hat, aber auch dafür 80 Euro kostet. Ja, das stimmt, das kostet ein paar Schleifen. Richtig, und das ist ein bisschen stärker für einen kleinen Preis. Regler war original, ne? Der Regler ist der normale AE5, hm. Auch wasserdicht, Libo-Abschaltung, 100% Drag Brake. Hm. Das Einzige, was ich halt hinten noch gemacht habe, weil es doof aussieht, wenn man von hinten reingucken kann, ist auch wieder bewährt wie vorne bei den Fendern. Das war mal ein Kunststoffdeckel, ausgeschnitten, bezogen, weil ein Rock Racer, die entsprechende NOS-Flasche natürlich. Wir brauchen NOS, ja. Da die gerne mal ein bisschen abbrennen, entsprechend auch der Feuerlöscher dazu. Ja. Und was auf Wunsch meines Sohnemanns noch geschehen ist, der hat ja, stimmt. den. Der hat der Fahrer eigentlich einen Totenkopf. Warte mal, der hat doch Saft jetzt gerade. Das könnte man eigentlich immer zeigen, oder? Genau. Kannst du mal, siehst du den? Ein bisschen höher noch. Das sieht man's, wie er leuchtet hier. Der hat und wenn man lenkt. Der guckt sogar, der kleine Kerl. Dann schaut er halt auch mit. Kann man machen, muss man nicht. Ist ein cooles Gimmick, finde ich. Passt zum Thema auf jeden Fall. Passt dazu und war halt der Wunsch des kleinen Hausgeistes. Von daher musste der auch erfüllt werden. Alles in allem war ein Materialaufwand bei dem Auto zusätzlich von exklusive jetzt vom Servo vielleicht 40 Euro. Das ist schon echt cool. Für komplette Umbauten. Andere, die sich ein komplettes Alu-Set kaufen von Yeah Racing oder wem auch immer. Hier sieht man auch schön alles eingegossen. Hier hinten kann man zahlen, das erkennen. Zahlen da wesentlich mehr. Das kann man schlecht erkennen hier. Da hinten sieht man so einen weißen Fleck. Ist alles schön eingegossen, dass es schön wasserdicht ist. Genau, das ist ein ganz normaler, ganz, ganz billiger Tower Pro. So ein Mikroservo, den du eigentlich so für Stellklappen oder ähnliches nimmst. Der ist relativ schnell. Hat für die Größe noch genug Kraft, dass er auch einen festgeschraubten Kopf drehen kann. Ja. Und kostet wahnsinnige 90 Cent. Das ist echt cool. Also, das wie gesagt, also ich finde den echt klasse. Also ich hab dein Auto, glaube ich, schon in ein paar Crawler-Foren bei Facebook, habe ich den schon gesehen. Also der war mir nicht unbekannt. Mhm. Und er kommt lustigerweise auch noch aus der Nähe von mir. Ja. Und da hat er mich mal angeschrieben und ja, da ist er schon. Also ich finde den Wave echt cool. Wir werden jetzt vielleicht noch eine kleine Runde drehen, mal schauen. Im Park, ob ich die Kamera mitnehme, glaube ich nicht. Das können wir dann ein andermal machen. Ja, klar. Sonst sprengt das hier heute den Rahmen zeitlich. Ja. Also wie gesagt, ihr müsst nicht immer High-End-Shit kaufen. Mhm. Es geht auch mit ein bisschen Hirnschmalz deutlich, deutlich günstiger. Und günstiger muss nicht immer gleich schlecht bedeuten. Genau, bei weitem nicht hässlicher. Und bei weitem nicht hässlicher. Also ich finde den echt cool gemacht, ist gut gelungen. Die ganzen kleinen Details, die man erst so beim vierten, fünften Mal hinschauen sieht, finde ich echt cool. Also Props an dich für das Ding, also echt cool gemacht. Die ganzen Details hier überall ist echt cool. Die Lichter auch. Fertig ist er noch nicht, wird er wahrscheinlich auch nie sein. Ja, es ist, ja. Aber wenn es ein funktionierendes BEC gibt, dann gibt es auf jeden Fall noch eine Servowinde. Fertig und, ist nie was. Das und irgendwann eine 8-Kanal-Funk und dann werden wir alles richtig steuern. Ja, also top. Ja, so viel dazu. Ich wollte euch unbedingt mal vorstellen, weil ich der Meinung bin, dass euch das sicherlich interessiert, da ich weiß, dass viele meiner Zuschauer auch nicht unbedingt Bock haben, für jedes Teil 50, 80, 90, 100 Euro zu bezahlen. Wenn es reicht. Weil ihr wisst selber, man kriegt diese Käfige auch locker flockig von Vanquish Products zum Beispiel für 90 Flocken. Hm. Das geht ganz schnell. Ja, der identische von Vanquish kostet 89 Euro.
Total bekloppt und da sehen auch noch die Scheinwerfer scheiße aus. Mehr muss man nicht sagen, ist halt echt so. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.